Hi, ich bin Julian und heute machen wir Wantang bzw. Wantang-Suppe. Dafür geben wir zuerst 300 Gramm Hackfleisch in eine Schüssel, geben darauf ein bisschen Zwiebeln, Chilis und Knoblauch. Es kommen dazu auch schon zwei kleingeschnittene Frühlingszwiebeln, ein paar Mungbohnensprossen und Austernpilze. Für den leckeren asiatischen Geschmack geben wir nun ein bisschen Austernsoße dazu, 2 Teelöffel Reisessig und 3 Teelöffel Sojasauce. Dazu kam jetzt nochmal eine halbe Schüssel Koriander und Petersilie kleingeschnitten, ein bisschen Ingwerpulver und Chilipulver. Das Ganze wurde nun einmal grob durchgerührt und danach ein bisschen durchgeknetet. Und dann kommt es auch schon für 30 Minuten in den Kühlschrank, damit es einmal ordentlich durchziehen kann. Die Teigblätter habe ich aus dem Asialaden, dort gibt es sie tiefgefroren und dann habe ich sie wie Frühlingsrollen zusammengerollt. Bei der zweiten Falltechnik sind mir die Wantangs auseinandergefallen. Diese habe ich einfach in der Brühe drin gelassen beim Kochen und dann hatte ich eine leckere Suppe. Die Wantangs kann man auf verschiedene Weise zubereiten. Ich habe sie diesmal gekocht. Man kann sie aber auch dämpfen oder frittieren. Für meine Gemüsebrühe habe ich ein bisschen Lauchzwiebeln, ein bisschen frische Chili und Gemüsebrühe in einen Topf gegeben und das dann einmal zum Kochen gebracht. Eure Wantang kommen dann einmal für 4 Minuten in den Topf. Achtet darauf, dass ihr sie nicht so lange drin lasst, weil sonst fallen sie auseinander. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich über ein Like.